Hallo meine lieben tarotischen Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal mit mir, dem Franz und der einzig wahren Mantikorin. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Und heute stellen wir das Tarot de Marseille vor. Ganz genau, das Tarot de Marseille. Was wir auch schon mal angeteasert haben, dass ihr das vorstellt. Ganz genau, darüber haben wir nämlich schon mal gesprochen. Weißt du auch noch, warum ich gesagt habe, wir sollen mal darüber sprechen? Wegen diesem ersten Tarot aus Mailand. Richtig, du bist ja sehr gut. Wir haben neulich mal über das Visconti-Tarot geredet, ne, das aus Mailand kam. Und da habe ich gesagt, dass das so ziemlich das älteste Tarot war oder ist, was es gibt. Ne? Und dann habe ich gesagt, dass danach ein ganz wichtiges Deck auch noch kam, nämlich Tarot de Marseille. Kannst du dir vorstellen, warum das so heißt? Weil es in Marseille gemacht wurde. Ganz genau. Marseille, hast du vorhin ja schon gesagt, ist eine Stadt in Frankreich. Ne? Und da wurde dieses Deck gedruckt auf jeden Fall. Und es begann im 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert hat man dann das auch weiter gedruckt. Und von diesem Deck gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Versionen. Ne? Das hatten wir auch schon bei dem Tarot von Modern Wife. Ja, das, ja, genau. Also das Waite-Tarot, Waite-Smith-Tarot. Davon gibt es viele Varianten. Und hier das Tarot de Marseille. Was wir hier haben, ist die Version des Künstlers Jodorowsky zusammen mit Camon. Camon ist ein französischer Künstler. Nein, der ist kein Künstler, sondern der produziert auch Karten und Bücher. Und die beiden haben zusammengearbeitet. Das Deck kam so in den 2000ern heraus und haben eine spezielle Farbgebung herausgebracht. Und Jodorowsky hat auch ein sehr gutes Buch dazu geschrieben, wie ich finde, Die Wege des Tarot. Das werden wir nachher in den Showlinks drucken. Bevor wir über dieses Deck, bevor wir uns das Deck angucken, möchte ich noch mal ganz kurz was zu der Geschichte sagen. Also wie gesagt, wir haben das oder den Visconti-Tarot aus dem 15. Jahrhundert. Ein bisschen später wurde dann der Tarot de Marseille gedruckt. Und es sieht so aus, als wäre der für das Spielen gewesen. Also so wie die jungen Leute heute gerne Minecraft spielen oder was spielt man sonst noch so? Ist gefühlt 80%. Der jungen Leute spielen Fortnite. Aha, ja, das hast du ja auch schon gespielt, ne? Ja. Aber es ist nicht so dein Ding wie Minecraft. Okay. Ja, so hat man halt früher gerne mit Karten gezockt und wir spielen ja auch noch gerne Karten, Uno und sowas, ne? Ich zocke dich jetzt mit den Karten ab. Ganz genau, und diese Karten wurden auch zum Zocken benutzt. Und auch zum Abzocken? Auch zum Abzocken, wenn man es gut konnte. Und ich erst, wurde abgezockt. Na, jetzt noch nicht. Erst Ende des 18. Jahrhunderts hat man dann in Frankreich gesagt, aha, damit kann man anscheinend auch Karten legen, denn da sind irgendwie esoterische Bedeutungen drin. Und der Mensch, der das gesagt hat als allererster, der hat so ein Kartendeck, das Tarot de Marseille, in einem französischen Salon gesehen, kurz vor der Französischen Revolution, und hat gesagt, damit fange ich jetzt mal an, Esoterik zu machen. Das war der Franzose Cour de Gobelin. Gut. Kurde? Cour de Gobelin. War der Kurde? Nein, der hieß auch nicht Kurt. Der schrieb sich C-O-U-R. Cour. Am Ende war noch ein T. Ne? Gut, also das zur Geschichte. Von daher ist dieses Deck wirklich sehr, sehr wichtig. Alle Tarots, die wir kennen, die mit Esoterik zu tun haben, auch das von Waite und Smith, bauen auf diesem Deck auf, lassen sich davon inspirieren. Den Deckaufbau und auch dieses Invincible Tarot. Invisible Tarot. Invisible. Ja, genau, auch da. Ja, wirklich alle, weil die gerade die großen Arkana, die wir auch schon im Visconti-Deck finden, hier abgebildet sind. Und ganz wichtig auch, jetzt habe ich den Faden verloren, weil du mich unterbrochen hast. Also es ist wichtig für alle, die sich mit Esoterik beschäftigt haben, dass dies quasi das Urdeck
Deck ist. Und außerdem ist noch wichtig, jetzt fällt es mir wieder ein, dass gerade im südeuropäischen Raum, in Spanien, in Frankreich, in Italien, gerne mit diesem Deck gelegt wird. Na, und das haben, diese Tradition haben wir in Deutschland gar nicht so. Es wird wieder populärer, dass Leute auch zum Tarot de Marseille greifen. Aber das hat einen ganz einfachen Grund, warum die Leute nicht so gerne mit Tarot de Marseille arbeiten. Und dafür müssen wir uns jetzt mal die Karten ansehen. Magst du mal die Verpackung öffnen, die ja schon sehr angegrabbelt ist? Ja, ich weiß, es tut mir leid. Es gibt, wie gesagt. Ich weiß ja, dass es so eintönige Karten sind. Zum Beispiel das Aussehen. Ja gut, eintönig kann man jetzt nicht also sagen. Sie sind einfach nur symmetrisch. Es ist die zwei der Münzen, die wir hier sehen. Und in der Tat, was wir hier nicht haben, ist auf den kleinen Karten, auf den Satzkarten, wie wir das dann im Wade Mystic haben. Genau, da haben wir ja immer Designs. Bildmotive. Das ist auch ein Design hier, aber wir haben dort Situationen abgebildet auf den Karten. Hier haben wir eine reine Symbolik. Und das macht das Kartendeuten natürlich schwerer, als wenn wir ein Bild haben, über das wir etwas erzählen können. Aber wenn wir uns die Bilder mal angucken, ich nehme noch mal die zwei der Münzen. Hier steht sogar auch alles auf Französisch. Ganz genau. L'Empereur, der Herrscher. Ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also wenn wir uns nochmal die zwei der Münzen hier anschauen, da sehen wir auch, dass Jodorowsky und Camion sich da eingearbeitet haben. Wir sehen auch die Jahreszahl des ersten Tarot de Marseille, 1471. Auch wenn das jetzt nur ein Bild ist hier, ja, kann man sagen, wenn ich mich auf dieses Bild einlasse, darüber meditiere, dann kann ich da auch was drin erkennen. Und das ist halt ein bisschen schwieriger als mit den Waite-Smith-Karten, aber es lohnt sich, sich auch mal darauf einzulassen. Ja, was haben wir vergessen? Bevor, ja, wir sind jetzt hier gleich so reingesprungen, ne? In dieser Verpackung ist ein kleines Heft enthalten. Genau. Das gibt es in Französisch. Es ist auf Französisch. Englisch. Ja. Español. Mhm. Italiano. Mhm. Portugies. Deutsch. Da sieht man schon all die Sprachen, in denen gerne das Deck gelegt wird, auch in Portugal natürlich. Und das ist die Deutsch, wollte ich auch sagen, dass du das vergessen hast. Na, Deutsch, da wird es halt nicht so viel gelegt. Nein, aber ich meine, wie heißt es? Portugal. Portugal habe ich vergessen, ja. Genau. Das tut mir leid für Portugal. Jetzt ist Portugal sauer. Ja, ich glaube, die werden es überleben. Auf jeden Fall, dieses Heft ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig nützlich. Ne? 5 Sprachen in einem solch dünnen Heft, das braucht man nicht. Und in jedem Tarot-Deck, was wir kaufen, was mit Tarot de Marseille zu tun hat, sind auch unterschiedliche Decks drin. Das hängt dann immer davon ab, welchen Typus wir uns aussuchen. Aber so etwas wie den Jodorowsky zu kaufen, das ist wirklich eine gute Einführung in Tarot de Marseille aus meiner Sicht. Gut, wir haben also dieses Heft, das beeindruckt uns jetzt nicht maßlos. Ne? Was sagst du denn zu den Karten an sich? Also, sie sind ganz schick, aber ich finde die aus dem Waite-Smiths Tarot besser. Warum? Weil die einfach auch die kleinen Arcana bessere Aussehen hatten. Mhm. Also die Rückseite, ne, das gucken wir uns ja auch immer an, ist bei diesen Karten, das ist ein bisschen schwierig in die Kamera zu halten, ganz neutral gehalten. Ne? Kann man gut auch mit umgekehrten Karten arbeiten hier. Und ich verstehe, wenn du sagst, dass das ein bisschen schwieriger ist, aber es ist auch lohnender, weil, überleg dir mal, da ist jetzt ein Bild drauf gemalt worden bei Waite Smith, wo jetzt hier eigentlich nur 7 Kelche zu sehen sind. 4 Dessorts. Aha. Ich würde jetzt gerne erstmal noch weiter sagen, was ich sagen wollte, und dann können wir uns die Karten nochmal angucken. Also, hier ist ein Bild drauf gemalt. Hier sind 7 Kelche drauf. Bei Waite Smith ist da ein Bild zu sehen von einem Menschen, der vor sich 7 Kelche schweben hat und da zugreifen soll. Und da können wir sagen, dass wir, wenn wir mit dem Waite Smith arbeiten, schon mit einer Interpretation dieses Bildes arbeiten. Wenn wir aber zurückgehen auf dieses Bild und einfach nur sagen, aha, ich sehe da 7 Kelche, was fällt dir denn dazu ein, wenn du jetzt 7 Kelche siehst?
Einfach nur so, was fällt dir zu diesem Bild ein? Zu viel Wein. Da hast du zum Beispiel mal gleich eine Assoziation, zu viel Wein, ne? Eine andere wäre, warum ist denn jetzt hier mitten in der Mitte dieser einzelne Kelch und alle anderen sind so zusammen, ja, ist da jemand isoliert vielleicht, ne? Da kann man sich vorstellen, wie 7 Schulkinder, 1 davon wird ausgegrenzt sozusagen. 7 Kinder, 1 wird gemobbt. Genau. Bleiben nur noch 6. Also da kannst du gleich ganz, ganz andere Gedanken entwickeln, als wenn du so ein festes, vorgefasstes Bild bekommst. Jetzt zeig doch bitte nochmal die 4 der Schwerter, weil das ist auch ganz spannend. Die 4 der Swords. Die 4 der Schwerter sind nämlich so abgebildet, dass man sie nicht unbedingt erstmal als Schwerter erkennt. Die Schwerter im Tarot de Marseille sind alle Krummschwerter. Ja, im 15. Jahrhundert hat man gerne mit Krummschwertern gearbeitet. Und die Stäbe, und das verwirrt viele Leute beim Tarot de Marseille, die sind ganz gerade dargestellt. Ja? Obwohl die Stäbe eigentlich so mit Ästen auch noch sein müssen. Das ist das, was bei Tarot nicht so viel Sinn ergibt. Weil Stäbe haben ja eigentlich Äste. Nee, ein Stab ist ein geschliffener Ast. Aber meistens. Ein Baumstamm hat Äste. Ja, und diese Äste haben auch wiederum Äste. Und Blätter. Aber die sind hier ja bearbeitet, um damit zu kämpfen oder zum Beispiel Stabhochsprung zu machen oder sonst etwas. Und außerdem, wenn du genau guckst, sind sogar hier Blätter zu sehen an der Karte. Na? Also das muss man alles bedenken. Wenn man sich dann die Trümpfe anguckt, ne? Hier haben wir zum Beispiel die heute in Waite die Hohe Priesterin, im alten Deck ist es noch die Päpstin, das ist auch der Fall im Visconti-Tarot. Da sehen wir, dass da ganz traditionelle Motive zu sehen sind, wie wir sie auch schon im Visconti-Tarot kennengelernt haben. Der Magier zum Beispiel, der wird hier als eine Art Hütchenspieler, als ein Zocker dargestellt. Als ein Clown. Ja, Clown finde ich gar nicht so sehr. Eher wie so ein Händler mit einem Marktstand, ne? Würde ich sagen. Er heißt auch nicht Magier, sondern Butler, also Spieler, Trickster können wir das übersetzen. Und auch die Hofkarten sind ein bisschen anders, als wir das aus anderen Decks kennen. Ne? Hier haben wir zum Beispiel die Königin der Münzen. Also sie wird sehr traditionell dargestellt und sieht aber einfach sehr würdig und royal aus, gekleidet, wie man das so im 15. Jahrhundert hatte. Und es ist eine andere Art, an ein Deck heranzugehen, als wir das jetzt mit Waite und Smith machen. Aber ich finde es auch sehr lohnend, sich damit auseinanderzusetzen. Einfach auch, wenn man sich für Tarotgeschichte interessiert. Oder aber auch, um mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich mich mal auf Bilder einlasse oder auf Symbole einlasse, deren Bedeutung mir nicht vorgesetzt wird durch ein vorgefertigtes Bild. Genau. 7 der Stäbe. 7 der Stäbe ist das hier, ganz genau. Ja, das ist eigentlich, was ich loswerden wollte. Wollen wir jeder eine Tageskarte ziehen? Hast du Lust? Ich möchte heute keine ziehen. Warum denn nicht? Gefallen mir die Karten nicht? Doch, aber ich möchte heute mal keine ziehen. Na gut, dann ziehe ich eine für mich. Ich habe heute einen ganz schön anstrengenden Tag vor mir und schau mal, was mir der Tag so bringen wird, ne, und worauf ich vielleicht achten sollte, damit der Tag gut wird. Hast du eigentlich schon mal das Monster aufgestellt? Nein, das habe ich nicht. So. Darf ich sagen, was du hast? Ja, du darfst das sagen. Du hast das Ass der Münzen. Ganz genau. Ich habe das Ass der Münzen gezogen. Und das finde ich toll. Ein Ass steht nämlich immer für einen Neuanfang oder von etwas. Oder für die 1. Ja, genau. Deswegen Neuanfang Nummer 1. Ne? Und weißt du noch, wofür die Münzen stehen prinzipiell? Für Wasser. Nein. Nein, für Luft. Nein. Für Erde. Ganz genau, für die Erde. Für die Erde stehen die. Du bist die erste Erde auf der Erde. Na, die Karte sagt einfach, dass ich etwas Neues anfange auf der materiellen Ebene, dass ich vielleicht ein bisschen Geld verdiene heute oder aber neue Wege gehe, was für meine Gesundheit tue. All das kann ich mir gut vorstellen und ich schaue mal, ob ich das gut hinbekomme. Ja.
beim nächsten Mal werden wir uns wieder ein anderes Deck vornehmen. Ja, da reden wir nochmal drüber. Aber vielleicht machen wir das. Das ist eine interessante Idee. Vielleicht machen wir aber auch ein ganz anderes Deck. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Und möchtest du noch was sagen jetzt zum Abschluss? Du bist heute nicht so gesprächig, ne? Ja, heute nicht mehr. Ja, das ist ja komisch. Sonst plapperst du die ganze Zeit. Gut, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Wann immer ihr dieses Video seht, auch einen wunderschönen Abend. Oder ein schönes Wochenende oder schöne Ferien. Ganz genau. Und weil der Franz es heute nicht sagen möchte, wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Da. Ganz genau. Und die Glocke anmacht. Wenn ihr ihn abonniert habt. Damit ihr immer wisst, wann ein neues Video von uns herauskommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, like da. Bitte. Und wenn euch etwas nicht so gut gefallen hat, könnt ihr einen Kommentar schreiben, was wir beim nächsten Mal verbessern sollen. Ja, das wäre ganz toll. Ja, dann erstmal bis bald. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.